Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie von Ubuntu 9.10 auf Ubuntu 10.4 aktualisieren können, ohne vorher ein Image runterladen zu müssen. Das würde theoretisch auch gehen, das nehme ich jetzt allerdings hier nicht. Hier mache ich jetzt quasi das Online-Update. Also das ist mein Ubuntu 9.10 und ich gehe über System, Systemverwaltung auf die Aktualisierungsverwaltung. Optimalerweise stehen hier keine anderen Standard 9.10 Updates zur Verfügung. Sollten dort welche aufgelistet sein, ist es auf jeden Fall sinnvoll, diese zuerst zu installieren. Also nicht, sage ich jetzt mal, eine veraltete Version. Die ist natürlich nicht wirklich veraltet, aber auf jeden Fall nicht absolut top aktuell zum Zeitpunkt meines Updates, sondern eben ein paar Tage älter. So, natürlich ist es ebenfalls ganz sinnvoll, sind mir schon einige Updates schiefgegangen, jetzt nicht unbedingt von 9.10 auf 10.4, sondern auch in früheren Jahren. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn möglich, das Home-Verzeichnis komplett zu sichern. So, nachdem wir das auf jeden Fall alles getan haben, haben wir jetzt hier die Mitteilung, neue Ubuntu-Version 10.4 LTS ist verfügbar. Klicken wir also einfach auf Aktualisieren, dann hier unten auf den Button System aktualisieren. So, dann müssen wir hier unser Passwort eingeben. Dann beginnt erstmal die Vorbereitung, dann der Download, dann werden die ganzen runtergeladenen Pakete installiert, am Ende der überflüssige Müll gelöscht und dann eben neu gestartet. So, das Ganze dauert natürlich, je nachdem wie schnell Sie die Dateien runterladen können und am Ende wie schnell Ihr Rechner ist. So, wir haben jetzt hier zur Verfügung eine 20.000er Leitung, die wird derzeit allerdings nicht komplett benutzt. Gut, hat jetzt auch noch nicht richtig angefangen mit dem Download. Aber ich sage jetzt mal, bei einer kompletten Nutzung haben wir das ganze Paket, die 800 MB, in 6-7 Minuten runtergeladen. Die eigentliche Installation dauert dann aber immer noch, zumindest auf diesem Rechner, gut eine Stunde, 90 Minuten. Also eine Stunde oder 90 Minuten. Kurz bevor das Ganze losgeht, bekommen wir hier nochmal die Mitteilung, dass einige der von uns eventuell installierten Programme nicht mehr vom Originalhersteller, das ist Canonical Limited, dass sie von denen nicht mehr unterstützt werden, dass die allerdings durchaus von anderen Usern weitergepflegt werden können. Das nur als Hinweis. Machen können wir daran eh nichts. Wir können uns jetzt höchstens hier durchlesen, so nach dem Motto, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, wenn Sie jetzt das Programm Xsane, wenn Sie das jetzt nutzen möchten und Sie eventuell dann doch lieber sagen, okay, gefällt mir aber nicht mehr, dass es nicht mehr unterstützt wird, dann könnten Sie sich jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel um eine Alternative bemühen. Das wäre jetzt der Schluss, den Sie daraus ziehen könnten. Ansonsten viel ändern kann man daran nicht mehr. So, also einfach auf Schließen klicken, das heißt mehr oder weniger bestätigen. So, jetzt bekommen wir hier die Mitteilung, was alles runtergeladen wird, was alles entfernt wird und was alles aktualisiert wird. So, 800 MB dauert etwa 7 Minuten, hatte ich ja eben schon gesagt. Systemaktualisierung beginnen anklicken. Kurz vor Abschluss der Installation werden wir gefragt, ob wir den Grub Loader konfigurieren wollen. Normalerweise würden wir da auf Ja klicken. Es scheint aber zumindest jetzt hier nicht zu funktionieren. Und das jetzt nicht nur einmal, sondern mehrmals. Deswegen müssen wir jetzt hier weitermachen, dass wir fortsetzen wollen, ohne den Grub Loader zu installieren. Das klappt in unserem Fall auch. Das muss bei Ihnen allerdings nicht unbedingt klappen. Allerdings gehe ich davon aus, dass es bei Ihnen eventuell auch so funktioniert. Auf jeden Fall haben wir relativ gute Chancen, wenn wir vorher mit einem recht aktuellen System diese Aktualisierung hier durchgeführt haben. Abschließend müssen wir noch kurz angeben, ob wir die veralteten Pakete entfernen wollen. Das werde ich jetzt hier mal bestätigen, also einfach nur draufklicken. Im letzten Schritt wird der Rechner dann neu gebootet.
So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit bezüglich unseres Grubloaders, den wir eben nicht ordentlich konfigurieren konnten. Scheint aber, wie wir jetzt hier sehen, nicht ganz so tragisch zu sein. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich eben von 9.10 auf 10.4 aktualisiert habe. Wenn Sie eventuell von einer wesentlich älteren Version aus updaten, dann kann das schon durchaus Konsequenzen haben, wenn das nicht geht. Das war jetzt die aktuellste Version, da ich ja das Ganze erst runtergeladen habe aus dem Internet. Es ist aber natürlich durchaus möglich, dass wenn Sie das Update später durchführen, dass das dann bei Ihnen problemlos durchläuft. Kann auch noch etwas damit zu tun haben, weil ich das Ganze jetzt hier gerade in einer virtuellen Maschine gemacht habe, dass da eventuell die Schwierigkeit begründet liegt. Kann man aber im Nachhinein nicht absolut sagen. Nachdem der Rechner durchgestartet ist, sehen wir schon erste Veränderungen. Wir haben hier oben unsere zum Beispiel Spracheinstellungen, Netzwerkeinstellungen. Ich glaube, das war vorher nicht dabei. Das Ubuntu-Symbol ist jetzt weiß, war vorher halt, ich glaube, farbig. Und ansonsten, ich sage jetzt mal, was schnell auffällt, ist jetzt die Schließen-Buttons. Die sind an der linken Seite, so ähnlich wie wohl beim Mac. Nicht mehr auf der rechten Seite, wie es bei Windows üblich ist. Gut, kann man aber alles ändern, werden wir allerdings in anderen Videos zeigen. Okay.